Vertrag an dafür hast du ja meinen auch den Lehrplätzen der von Betrieben heißen, die eben hier Opfer durchstellen, weil ich meine, das ist ja auch gewusst, dass alle guten als Betriebe hier zu Lützebüsch froh sind, wenn Junker kommen und diese auswählen für die Ausbildung bei ihnen zu machen. Aber wir haben auch Informationen am plein temps an die beruflich Module, die gehen in dem Moment über die Stagen an den Betrieben gemacht. Die sind also mit dem Lehrvertrag und das ändert mit Stagen. Ganz wichtig ist zu wissen, dass aber auch eine riesige Panoplie von Berufen hier ist, nämlich den Techniker Kommerz zum Beispiel, den ist zulässig auch ganz bedeutend, den gehört auch zur Berufsausbildung, dann Informatiker auf den verschiedenen Niveaus, Artistik-Ausbildungen haben wir auch an der Technikerausbildung und dann natürlich auch als traditionelles Handwerk. Ich denke an Schreiner, ich denke an Coiffeur, Ästhetik, Bäcker, Patissier, also es gibt über 120 berufliche Ausbildungen, die ich nicht alle gut in Hai abzählen. Wir überschaffen die Programme regelmäßig zusammen an Zusammenarbeit mit dem Skript und dann, für das sie dann der Arbeitsfeld angepasst gehen. Das ist nämlich die großen Defi innerhalb von der Berufsausbildung, da sind immer up-to-date das und an der Hinsicht also den ganz liebisch Ausbildung, weil ihr nicht nur an der Schule das mehr zum Beispiel eben dann mit dem Lehrvertrag, dann sind an der Schule 2 Tage und 3 Tage am Betrieb, dass je noch Ausbildungsfee als das unterschiedlich. Und zum Handwerk eben just, können wir ja auch noch sagen, dass zeitgleich mit der Schulfahrt auch Berufsmeisterschaften am Gang sind, Herr Belling. Das ist nicht die erste Kehr, das ist schon die 10. Kehr, wo das so ist. Genau, das ist die Jubiläumsedition, die 10. Edition von unseren Lux-Skills. Ursprünglich war geplant, dass wir die 10. Edition beim 20-jährigen Geburtstag von World Skills Lützburg geplant haben. Lutz gibt es letztes Jahr schon 22 Jahre, das leider an den bekannten Gründern. Ja, zwei Jahre vergessen wir einfach. Genau, sodass die Nationalmeisterschaften alle 2 Jahre durchgeführt gehen. Die letzte, die war 2018. Da hat man 17 verschiedene Konkurren. Lo an der Edition 2022 werden dann nicht Männer wie 30 sind. Das sind Berufe aus dem Handwerk, der Industrie, dem Handel und dem Horeca-Sektor. Das geht von ganz klassischen Berufen, wie Madame Schaber gerade gesagt hat, der Plätscherslehrer, der Nussstreicher, über Koch, Server, aber auch mit modernen Berufen, wie zum Beispiel ein Webdeveloper oder der Spezialist an der Cybersecurity. Die Konkurren die laufen so oft, dass Jugendlöcher, die unter 25 Jahre sind, eine Aufgabe in ihrem Fachgebiet gestalt kriegen. Sie haben eine Gruppe von Experten, die zuständig sind, für die Aufgabe auszuschaffen. Und normalerweise haben sie 22 Stunden Zeit für die Aufgabe zu schaffen. Natürlich wird die 3 Tage 22 Stunden verteilt. Das ist aber unterschiedlich bei verschiedenen Konkurren. Das ist zum Beispiel kann das Projekt continu sein, wie zum Beispiel beim Installateurschof als Sanitär, den man an einer weißen Mauer aufhängt, wo man dann nur 3 Tage eine ganze Installation gesehen, die muss unter Druck gesetzt werden, wo es funktionieren muss. Es kann aber auch Konkurren sein, die verschiedene Themenbereiche, wie zum Beispiel die Graphic Design, den dann 5 verschiedene Aufgaben kriegt, die über die 3D muss lösen, wo in einer gewissen Zeit für gesagt wird, und dann immer muss zu einem gewissen Zeitpunkt die Aufgabe aufgehen. Mhm. So viel also zur Offer von der Schulfahrt. Ihr merkt das schon ganz viel. Es sind ganz viele verschiedene Orientierungsprozesse an der Education. Wie genesisch die Kandidaten für die Berufsmeisterschaften präparieren, das diskutieren wir dann noch nach, am Lauf von diesem Webinar an bis 4 Uhr. Kommen wir los bei der Orientierung um ein vom Fundamental. Auf welche Lüsse gehen ich nur der Primärschule? Das ist eine Frage, die sich alle Jahre über 5.500 Schüler und Schülerinnen und natürlich auch ihren Eltern stellt. Wir haben bei ein paar noch gefragt, wie sie für ein paar Jahre den Schwung gemacht haben und ob es ihnen nur noch im Nachhinein richtig erscheint. Das sind einerseits dann auch Treff an den Michael Schinschen auf der anderen, die auch primär am Lycée du Nord zu Wort sind. Für dich dann auch, für die junge Frau war es ganz klar, dass sie den Weg vom klassischen Lycée gehen. Und dann schwätzte Michael, der sich für den Weg vom Enseignement Secondaire General decidiert hat, also relativ konkret weiss, was er will, nur der Premier GIG machen. Hei also für dich dann auch Treff.
Ja, das war hauptsächlich wenn es Menge Noten. Also ich hatte relativ gute Noten, aber auch an ich wollte am Anfang auch an der Klassikern. Also für mich, ich habe mich nicht an einem technischen Beruf oder auch an einer technischen Klasse gesehen. Es war aber nicht von Anfang an klar, dass ich auf ein C gehe. Und das hat sich dann am Lauf von der Zeit herausgestellt, dass ich auf ein BC gehe. Also das kam am Lauf von 6. und 5. Quartal den aber ab. Ich will Bio studieren gehen, weil ich extrem interessiert bin an der Bio-Ebe, wie gesagt, mein menschlicher Körper. Und, also für mich war von Anfang an klar, dass ich studieren gehen. Also innerhalb von den letzten Monaten kam dann immer mehr in den Kopf, dass ich Bio studieren gehen. Ja. Ja, ich habe halt nur die letzten 2 Jahre herausgefunden, was ich machen will. Also ich weiß im Moment, was ich machen will, aber ich habe auf die 2. herausgefunden, respektive auf meine 2. Dösem, weil ich schon 2. ein paar Jahre bleibt. Aber ich muss so von 7. bis 9. und danach, wo ich nicht für genau was ich sollte machen, ich habe schon immer geguckt, dass ich von 7. bis 9. gute Punkte habe, für dass ich so hey, seine Klasse kann man so hoch wie möglich. Eben an den ab 9, wo wir müssen entscheiden, Commerce oder also allgemein, wo wir müssen entscheiden, gehen wir lo, in Richtung gehen wir lo, ob in DRP oder weil wir echt etwas Handwerkliches wollen machen oder gehen wir ob in Technician, weil das echt am praktisch ist oder gehen wir ob in Technik, wo dann eben mehr auf die Uni vorbereitet geht, aber auch halt auch bis mehr praktisch ist, mehr echt dafür Richtung Uni. Wo dann eben ein Tresam möchte, dann ist mir halt gedacht, okay, dann guckst du halt für ein Tresam zu machen, weil dann hast du alles ab. Da kannst du immer noch irgendwie einen handwerklichen Beruf lernen, wenn du willst, weil ich schon immer so ein Tipp war, den gerne geschafft hat, aber ich habe mir gedacht, hältst du einfach alles ab, wenn du das kannst. Und das konntest du eben auch. Und du hast mir gedacht, okay, dann müsst du halt ein GEG, ein Freier, ein TG, ein Mathe-Klasse. Und ja, lo sind ich auf der Premiere und da gucken ich, lo, dass ich das packen. Und dann will ich mittlerweile, dass ich etwas Handwerkliches werde machen, EPTS. Aber das fand ich schlecht. An den letzten 2 Jahren rausfand mich keine genug Leute, die noch nicht rausfanden. Interessant, auch so in dem noch vom Terrain, wenn ich das so darf so. Also von Manuk Trevor, von Michael Schinschen, 2 Schüler aus dem Lycée du Nord zu Wolz. Hennis, wollt ihr vielleicht darauf reagieren, ob die aussuchen? Ja, also ich meine, das ist schon interessant, was die jungen Leute suchen. Wir stellen fest, dass die Orientation stattfindet, natürlich engerseits aufgrund von den Noten, die die Schüler haben, aufgrund von ihren schulischen Leistungen. Bon, das, was die erste Schülerin gesucht hat, das ist der Dehnt, das ist relativ evident, das ist normal. Der Dehnt, das ist etwas, wo man einfach nach Mängeln muss drun schaffen, da das die Orientation muss natürlich auch stattfinden aufgrund von den Interessen von den Schüler, aufgrund eventuell von ihrem Lebensprojekt, den sie dann löserlos müssen definieren. Und da schwätzt man richtig davon einer positiver Orientation oder einem positiven Schwa, zu dem man sie also wollen löserlos hinführen. Den positiven Schwer, den gibt dann eben durch bestehen, dass ihr sich seht, bon, meine Noten lassen nicht vielleicht so, dass ich klassischen Unterricht eventuell spivieren, aber ich will aber zum Beispiel eine handwerkliche Ausbildung, weil das eben das, was mich mehr interessiert. Und ich meine, das ist ein Domain, an dem man nach, vielleicht müssen aktiv gehen oder nach mehr aktiv gehen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Sachen gemacht. Wir haben die Lycée zum Beispiel Doppler gemacht, sich in die Marsch zu gehen, am Bereich von der Orientation. Wir haben Cellule d'Orientation an den Lyceen installiert, wo also Professionelle und auch Enseignant sich um die Marsch d'Orientation kümmern, Schüler begleiten. Das heißt, wir haben schon probiert, den Orientierungsprozess dann zu systematisieren und auch zu professionalisieren, gebe ich so. Wir haben noch Herr Weiß von den Absohn. Ja, vielleicht die 2 Themenagen, das ist ja ganz interessant zu weisen, dass Junker sich dadurch gedeihen lassen, von dem, was sie an der Schule erleben.
also wirklich an dem Umfeld Schule, du meinst Erfahrungen, Experienzen, und dafür ist es umso mehr wichtig, dass auch vielfältige Erfahrungen an der Schule gemacht werden, dass wir die Schule auch abmachen für die Welt von außen und auch die Schule an die Welt von außen bringen. Und das ist aber natürlich auch klar, und auch das geht an dem Timonage deutlich, dass Hitfrein individuell sein Weg fahren muss. Hitfrein muss abbesehen, muss auch selber Verantwortung dafür überholen und sich auf den Face setzen, für herauszufinden, was er da kann machen. Und das weisen die zwei ganz gut. Mhm. Wir denken, dass über die letzten Jahre an der Grundschule geschaut und wir noch eine Expertin, Francine Van Olst. Sie ist Chef des Services vom Enseignement Fondamental am Educationsministerium. Sie erzählt uns, wie konkret das dann an den letzten Jahren aufläuft am Fondamental. Also das ist so, dass die Orientationsprozedur über den ganzen Zyklus 4 sich zieht und dass ich am Anfang vielleicht beschreiben kann, was die Leute nicht so kennen, nämlich das, was schon alles am nächsten Jahr aussteht, dass den regelmäßigen Austausch zwischen dem Enseignant und den Eltern am Kader von den Bilanzgesprächen, dann aber auch organisiert Schule zusammen mit einem oder mehr Lyceen. Und da am Lycée, wo kann auch am ersten Jahr vom Zyklus schon die Möglichkeit tun, ein bisschen an den Lycée schnuppern zu gehen und da zu verbringen. Dann haben die Eltern selbstverständlich die Möglichkeit, Port-Ouverten zu besichern, auch am ersten Jahr vom Zyklus, mit ihren Kindern, respektive auch von der virtuellen Visite zu profitieren. Und dann haben wir das Jahr die neue Schulform. Das Ganze findet dann zum Schluss vom ersten Jahr seinen Niederschlag an einer ersten Perspektive der Orientation, die dann noch am Bilan Intermediär dokumentiert wird. Das ist so, dass am Anfang über den ganzen Zyklus die Produktionen vom Kant gesammelt gehen, wo ein bisschen seine Lehrprozesse an den verschiedenen Kompetenzbereichen dokumentiert gehen, wo aber auch seine Interessen, seine Ambitionen festgehalten gehen. Das ist ein Dossier, den sich am Anfang über zwei Jahre erfüllt. Dann fließen auch da Dokumente an oder die Evaluationen an am Laufe des ganzen Zyklus, was die einzelnen Kompetenzbereiche angeht, wenn da Evaluationen gemacht gehen. Da fanden am März vom zweiten Jahr vom Zyklus Eprüf Kommunen statt, die über das ganze Land organisiert gehen, die auch zeitgleich da stattfanden. Die fließen an als weiteres Element. Und dann, wenn die Eltern sich dafür entschieden tun, fließen auch noch Informationen an, die den Psychologe am Kader von einer Aktivität an der Klasse abhält, die dann auch dafür genutzt können gehen. Den nächsten, den interveniert, das ist sicherlich den Enseignant selber, den am Austausch natürlich mit der Equipe Pädagogik die Orientation von seinen Schülern diskutiert und sich dann aber am Gespräch mit den Eltern gesagt und dann auch dort diskutiert. Als weiterer Partner vom ÖF interveniert den Direktor. Wir haben alle Jahre eine ganz niedrige Unzahl von Situationen, wo es nicht zu einem Konsens zwischen den Eltern an der Schule kommt. Am Schnitt sind das 15 am Jahr, wo dann eine Kommission d'Orientation zusammen gerufen wird vom Direktor von der Region, wo dann eben auch dann ein paar Experten zusammen mit den Eltern, dem konzernierten Titulär, sich die Situation von Kanton holen und dann eine Finaldecision holen. Also die Eltern sind ein ganz, ganz wichtiger Partner über die ganze Zeit am Fundamental und natürlich auch besonders am Zyklus 4. Sie gehen genau wie an der Zyklus 4 drin, über die Lehrfortschritte von ihren Kindern am Kader von den Bilanzgesprächen informiert. Sie informieren aber auch den Titulär über das Projekt d'Orientation, die sie für ihr Kind tun. Sie entscheiden, ob ihr Kind von der Intervention vom Psychologen profitiert. Sie kriegen von der Schule Dokumentation, was auf die Skolero geht, Broschüren. Sie können sich aber auch online informieren über den Site mingschule.lu. Respektiv können wir am Kant auf Port-Ouverte gehen. Dann zum Schluss beschwätzen und decidieren Sie mit dem Titulär zusammen, wie eine Orientation für den Kant die beste wäre. Im gesetzten Fall, Sie gehen sich effektiv nicht eins gehen, was wie gesagt ganz rar ist, holen Sie als Member und der Kommission d'Orientation Deal und haben auch hier ihren Droit de Vote, wann es um Decisionen geht, die dann aber die Last wert sind. Ganz viele Urregungen also von der Francine Van Olst, also immer da, ob die Schwarze kommen, vielleicht nach den Joël Michou, den Direktor von der Regionaldirektion Dietling-Römling-Kiel, also noch Präsident vom Collège von Direktoren vom Enseignement Fondamental. Na, er ist dann noch singen wie, ob den Orientierungsprozess um N vom Enseignement Fondamental. Also ich meine, dass bei den Eltern eine relativ große Akzeptanz auf alle Fälle hört, weil es natürlich auch ein Prozess ist, den ich was, eigentlich geht ja am Zyklus schon an. Und dann
ist relativ eng gestrickt am Sikel 4, dass du nicht nur in dem Moment, wo du nur die Orientation geschwärt wird, und auch in der Schrift wird, wo der Prozess eben noch klaturiert wird, mit das ja am Vierfeld, dass du über 2 Jahre, wo immer mehr Changes sind, und ich meine, dass das sowohl bei den Senioren wie auch bei den Älteren relativ gut gesehen ist, und auch, auch das wird auch ganz gut gestaltet von den zwei Seiten. Bei der Orientation ist gebunden an die Stratifizierung von unserem Schulsystem. Wir haben eben den Übergang vom Fundamentalen und den Sekundären. Solange wir da vor der Präparation general und eben noch einen sogenannten Klassik haben, ja, muss die Orientation eben noch ein bisschen länger der Weise fisseliert gehen. Ja, also Panoplie als viel mehr breit gehen. Ich meine noch, wenn man den Sekundär guckt, ich kann ihm am General überhaupt ganz viel nach weiter studieren gehen, sodass das, der General also viel, mehr, viel besser gesehen wie nach 4 Jahren. Dann haben wir natürlich auch dem Präsidenten von der Nationalen Ältervereinigung vorgestellt. Den allermaßen, den Präsident, ja, den hier Zwischen und Gedanken bei den Älteren natürlich auch über das Thema von der Orientierung an mich gefragt, was dann die häufigsten Punkte sind, die bei Ihnen abkommen. Stichwort Information. Das ist nicht, dass es keine Informationen gibt. Ne? Es gibt verschiedene Broschüren, die von den anderen Seite vom Minister, aber muss ich aber davon ausgehen, dass ein großer Teil von den Älteren den Zugang dazu nicht sieht oder nicht unbedingt hört oder nicht weiß, wie sie das fanden. Davon aufgesehen sind die Informationen oft nicht mehr an zwei Sprachen zugänglich. Da fehlen vielleicht Informationen auf Englisch, auf Portugiesisch und so weiter. An mir kriege ich ganz oft vorgestellt, effektiv, weil er den extrem großen Informationsdefizit auf jeden Fall bei den Älteren erlebt hat. Ein zweiter Punkt ist aber auch nur dann die Überlegung an welche Lycée oder welche Schule geht mehr kann. Ne? Da haben wir im Moment auch die Situation ein bisschen, im Prinzip können die Älteren den Lycée rauswählen. Mit Realität ist aber oft denen, dass der Lycée nur Schüler auswählt, ne? weil eben der Mond nach verschiedenen Lycée natürlich relativ hoch sind. Und da wird die Schüler oft an irgendeinem anderen Lycée orientiert. Und ich meine, da wird vielleicht mehr sinnvoll, dass in ein System aufbauen, wo die Schüler oder die Eltern so, voilà, wir haben eben Lycée, den Doen. Dass man so eine Präferenz gelöscht hat. Und da gibt es aber geguckt, gehen so weit wie möglich, den Matching da hinzukriegen. Zwischen denen so wir 3 Präferenzen vom Schüler und von den Eltern an dann noch den Plätzen, die dann disponibel wären. Ne? Ein anderer Punkt, den immens wichtig ist, dass die Eltern holen halt die Entscheidung mit, ne? Zusammen mit den Enseignern. Ganz klar, mit den Eltern kommen ja mit ihren eigenen Vorstellungen, mit ihrem eigenen Weltbild, was sie haben, wo sie nach wenn sie heim und abgewusst sind, wo sie noch jung waren, wo man natürlich noch immer an der Dichotomie waren zwischen dem Lycée Classique und auf der anderen Seite dem demoligen Lycée Technique, wo aber natürlich allgemein die Überlegung die war, dass nicht dasselbe Niveau, das kann ich nicht dieselbe Sache machen, ob schon nicht vorher ist, noch schon lange nicht mehr, wo er war. Aber auch wenn man heute den General und den anderen Klassik nennen, ist er dann noch immer an der Kopf der Leute. Ja. Also an meinem Körper sind definitiv nach. Ich kann mich ganz gut daran erinnern. Herr Weiß, wollt ihr vielleicht kommentieren? Ja, das waren natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Orientation. Francine Van Holst hat also ein ganzes Dispositiv hier gestaltet, den ermöglichen soll, dass die Älteren zusammen mit den Senioren einen avertierten Schwachen treffen. Den natürlich viel Etappe 4 gesagt, das hat sich ein bisschen mehr lösen, mehr lösen, aber das soll natürlich möglichst unabgeregt geschehen. Auch wenn wir wissen, dass die Älteren, Kinder, also die Senioren sich viele Gedanken machen und auch oft nervös sind, wenn es darum geht, schwarz zu treffen. Das, wie den Joël Michaud sieht, der Prozess, den frei aufhängt, den am ersten Zyklus vielleicht schon wieder aufhängt, wo die Älteren natürlich ganz stark an der Pflicht sind, sich auch zu beobachten, zu gucken, was hier Kinder können, wie sie sich entwickeln, welche Interessen sie haben. An den Orientationsprozess am Fundamental zieht sich an sich durch die ganze Schulzeit. Und hält ja nicht nur ab. Das funktioniert ja auch bei der großen Majorität von den Kindern, die viele gesagt haben. Die 5.500 Kinder, alle Jahre, die durchgehen,
an Madame Van Olst sagt, es sind da 15, wo man muss mir genau drüber gucken. Das heißt, das funktioniert an sich ganz gut, das Zusammenspiel zwischen Enseignern und Älteren. Sie kommen zu der Konklusion, wo es muss hingehen, und das passt dann noch normalerweise. Mit dem allermeisten sehen aus, und dann streichen natürlich auch, dass nicht verreden sich so gut zurecht von dem System. Und da natürlich viel und allem die, die vielleicht nicht selber durch das System zu Lützebüsch gegangen sind, und auch eins da haben die falsche Vorstellungen, die dann durch das System gegangen sind, weil sie effektiv aus einer Experienz posieren, die schon ein paar Jahre zurückleitet. Das ist eben ein uniques System, und dafür gehen doch immens viele Möglichkeiten. Möglichkeiten für Führungskommen, aber auch Möglichkeiten, wie sich zu informieren. Sind da schon ein ganz Partige genannt gehen. Soll ich unbedingt ob ein Porto Vertco von einem Liste oder von mehr Liste für können die Schwarzen machen an Schulphase eben nur nach so ein Möglichkeit für ihn enker ob einem Coop alle guten Möglichkeiten hört, aber wo ihn sich durchaus kann die Zeit holen für Nachfragen zu gehen, für bei Listen zu gehen, für vielleicht auch in das Gespräch zu kommen, hey, was man kann, das hat die an die Interessen, also bei ihr richtig, dass das nicht hitverein hat, nur an dem Liste auch könnt, wo er vielleicht Welt kommen, das liegt natürlich unter Situation, dass verschiedene Listen sind, dann auch kannst du als falsche Grund rufen oder kein rufen, und dann müssen sie, dann kann er effektiv auf einen Platz orientiert gehen, wo nicht ihren ersten Schwer war. An der Regel, wenn sie dann auch wissen, nur Fred, da sind sie aber zufrieden. Also, sie meinten, die Teil sind anfangen, ein gutes Schwer gewirscht. Die Schulfahrt, die ist aber auch für die Eltern da. Was fanden die Eltern? Wie gehen Sie da angeschaut? Du hast geschaut vom Kant. Effektiv hat nur eine Orientierung sich mehr. Das ist aber ein Schwer, den die Eltern aber gerne matt dezidieren. Genau, wenn wir natürlich am Fundamental sind, dann und Eltern natürlich auch wirkliche Wirtschaft matt zu schwätzen. Und sie sind auch herzlich invitiert, ob vorher zu kommen, am nächsten, also Mäus kommen, die Fundamentalsklassen. Als Klassen, du in der Mathieu Enseignant, können dann sich auch die eine oder andere Schule auslösteren, die sich selber präsentieren. Am leisten wäre das, wenn man den Wunsch frei hätten, da wären wir froh, wenn die Älteren am Nomitten von 4 bis 7 Mainz oder Mittwochs oder am Dünnsten Nomitten geben zurückkommen, Mathieu kann er, und dann einfach gezielt bei der Lycée gehen und einfach nachfragen, Mathieu kann er zusammen. Weil sie sollen sich implizieren, weil das ist ein wichtiges Schwer, das ist ein Schwer, den auch die Karriere prägt. Und wir haben viele mal am Treff hören und an Herrn Schinschen hören, die auch gesagt haben, dass sie da denen sind, an einer Schule nicht entdeckt, weil ich eigentlich will machen. Und dafür ist es doch so wichtig, dass in der Schule findet, die bei ihr passt. Und ich gebe euch alle Aufforderungen, du heim, kommt mal der Kanner, aber wenn ihr dem Dorian das von der Kanner geht, da gibt es doch keinen Dummfrohen. Geht ob die Leute von der Lissin durch, geht ob die Leute vom Ministerium durch, erstellt die dorten Frohen, die ich Sorge machen, da wo dann vielleicht nicht sicher sind, da wo da vielleicht doch Vorstellungen hat, wer den E-Lisse aus, wer den anderen Lisse aus, wer den freieren Technik aus, die überhaupt nicht mehr so heißt, wer der Klassik aus. Und da kriegt er die Bedenken am besten Fall aus dem Weg geräumt, er kann den Avertierten schwer holen. Also wie gesagt, die Älteren sind invitiert an den Nomütischen von 4 bis 7 Mainz am Mittwoch, den Dünnsten, den ganzen Nomütten. Wir sind natürlich einfach alle Guten, die 3D stehen, aber wenn Elo an den dritten Zeiten nicht kann, da kommt zu den anderen Zeiten, die Leute sind da, also sind offen für froh ins Benferten, darum geht es nämlich. Wunderbar, also das wird mal auch gesagt tun, als für die Orientierung um einen vom Fundamental. Und da geht es natürlich an die nächste Etappe, das ist dann, was sind schon am Sekundär. Die Landschaft von den Lyceen ist enorm groß, es kommen am Laufe der Jahre neue Sektionen dabei, die Lyceen, die klassisch funktionieren. Es gibt französischsprachige und internationale Klassen an Schulen mit europäischem Programm. Dafür ist, wie gesagt, immens größer noch breit gefächert. Wie leiden sich dann da am nun für man die optimal Lycées Auflaufbahn für junge Menschen rauszusichern. Der Pierre Stockreiser, also der nächste Expert, den sich von außen rammelt, ist Direktor vom Lycée du Nord zu Wolz, Präsident vom Collège des Directeurs de l'Enseignement Secondaire, und er erklärt den Aufbau von einem Lycée, die unterschiedliche Lycées-Landschaft, den Prozess von der Autonomie, den die Schule gehen, wie sich die Schulen am Land positionieren, aber auch zusammen schaffen und auch wie der Prozess läuft bei der Ummeldung auf Satiam. Und er geht natürlich auch auf die Wichtigkeit von der Porte Ouverte an, heißt den Pierre Stockreiser. Die letzten Jahre hat sich die Schullandschaft noch viel mehr diversifiziert, wie es eigentlich vorher schon war. Es sind eine ganze Reihe Sektionen beigekommen, am Enseignement Secondaire General, aber am Klassik, an der Berufsausbildung. Es sind internationale Schulen beigekommen. Das ist schon haut ein Opfer, die ganz viel bitten müssen. Eine Schule für alle Schüler. Das ist natürlich auch, dass man sich
informieren über die Offer, die besteht. Das ist ja so, wenn Schüler nur fundamental an die Liste kommen, du hast die Schweine noch nicht so divers. Dann hast du ja im Prinzip einen Unterschied gemacht zwischen dem Enseignement der Klassik, General und der Wartepräparation. Und da waren Schüler, ob die in der Klasse sind, an der sogenannten Klassenverhör, dann haben die Liste hier die Marschen, für progressiv immer mehr Orientation mit ans Spiel zu bringen. Da haben wir schon alle ganz viel Erfahrung gemacht, wie dann die dann, ob das Hengem, respektive am Klassik, ob der Katrem, dann einfach, dass die Eltern und Schüler nicht nur eine Connaissance von ihren schulischen Resultaten bis dahin, aber auch eine Connaissance von den Möglichkeiten, die es gibt. Und das, die wir nicht unterschätzen bei der Orientation, die jungen Leute müssen noch sich selber kennenlernen. Was sind ihre Fähigkeiten, was sind ihre Ambitionen, ihre Wünsche, ihre Stärken und auch ihre Schwächen, dass all die Optionen um dich schleien, für das in der wirkliche Schwachheit, die noch pertinent ist. Sie sind jung, das ist klar, aber das ist aber nicht, dass die Orientation immer mehr weit nach vorne regeln kann, weil wir brauchen ein paar Jahre drüben, um die Formation führen zu führen. Und da meine ich, dass die Schule schon ein ganzes Set und die Marschen haben. Und es geht natürlich auch um nationale Plan, die Marschen. Ich meine, man soll auch nicht die Maison d'Orientation und ihr Service vergessen. Das eben einfach, es muss ein Open sein für die Marschen und das auch den Eltern, an den jungen Leuten, sich selber ein bisschen zu implizieren. Aber wir packen da selbstverständlich eine Hand hin. Aber gesetzlich haben die Lyceen einen gewissen Kader, in dem sie eine Autonomie haben. Ich meine, das fehlt heute zu weit, für all die Details zu gehen. Mit Schulgesetz von 2004 lässt sie einen gewissen Kader zu. Und der Kader wird auch genutzt. Es gibt bei einer Lycée entweder Spezialklassen oder es gibt zusätzlich unter einem anderen Gesetz die Möglichkeit, Sektionen anzufeiern. Das wird am ganzen Land gewiss so genutzt. Und das ist schon der Wert, sich da hinzugucken. Es gibt ja zum Beispiel auch den Site mingschule.lu, wo man sich ganz genau informieren kann über die Offer von den Lyceen und auch über die zusätzlichen Sektionen der Klassen, die es eventuell gibt. Also am Menge nennen als die Visite von einer Pau de Wert ein zentraler Punkt von einer Orientationsdemarsch, also aus der Perspektive von den Jungen, von den Familien, wenn es mir konkret geht. Ich meine, wenn ich am Anfang mal gucke, wer das vielleicht mein Berufswunsch wird, weil ich ein gehen, da gibt es viel Sachen, aber ich entscheide, ob ich da eine Liste gehen kann, weil den hast du nicht mehr für das ZTM. Je nachdem, welche Informationen den ausfällt, wirst du den in der Schule in der W. Und ich meine, da ist Pau de Wert wirklich der kruziale Moment, weil da kann ich nicht mehr ein Gebäude besichern und lehre dir noch die Leute aus dem Liste kennen. Aber die Leute, die Stadt, nicht mehr die Enseignung haben bei uns sind, am Liste du Nord, an der Pau de Wert, am Kader von der Pau de Wert, über 100 Schüler am Ersatz. Das ist wirklich eine Simulation vom Schulleben, die Eltern und die jungen Leute können, kennenlernen können. Ich meine, kriegen sie bessere Informationen wie im Moment. Der Direktor also vom Lycée du Nord, Pierre Stockreuser. Madame Schaber, der war auch direkt von einem Lycée. Was ist denn da eine Experience in Sachen Defi-Orientierung? Ja, ich gehe davon aus, dass es extrem wichtig ist, dass die Schule die Jungen und die Eltern zusammen begleitet. Und dass das sich über die drei Jahre an der Klasse inferior zieht. Dass sie noch lauscht, dass sie aber auch weiß, wer das alles geht und verschiedene Möglichkeiten. Für dass die Jungen und ihre Eltern ganz offen und die Orientation rumgehen. Und nicht schon mit einer Idee kommen, ich meine, dass sie normal kann, haben, so ich will das gehen, ich will das gehen. Aber die Realität von den verschiedenen Berufen ist oft eine wie die Vorstellung. Und dafür ist es doch ganz wichtig, dass ihnen an der Schule, ob die Realität ergeht, dass ihnen mit denen Jungen und ihren Eltern zusammen guckt, wo leihen, man kann sein Talent, sein Schwächen, dass sie noch nur lauscht, was Motivation ist, weil Motivation ist extrem wichtig. Und dass sie die ganz offen präsentiert, auch als Schule. Das ist immens wichtig, dass sie rausgeht. Und da ist es eben so flott, dass die heute auf Schule voraus, wo alle guten Offen zusammen sind, wo alle guten Lyceen sich präsentieren, aber wo auch die ganz breit und offen sowohl von klassischen und technischen Lyceen wie von der Berufsausbildung können gewissen gehen, für das sie da ein richtiges Bild tut und genau kann er nur wählen,
man ja der Toten auch selbst, was man gibt, Fried machen. Und du hast auch Talent dazu und du hast auch eine Zukunft dran. Das natürlich auch, weil du die Berufsausbildung angeht, der Kontakt mit der Berufswelt. Und da hatten wir schon ein intensives Programm über die 3 Jahre gemacht, wo wir eben progressiv drin rumgegangen sind und geguckt haben, dann hernach ein Schwach zu machen, die wirklich dem Kant an den Älteren zugesucht hat, die noch realistisch war und wo auch das Bild von dem Schwach in Sache löscht war. Das ist auch ganz wichtig. Die Landschaft, die geht immer mehr divers, das haben wir heute schon ein paar Mal gesagt, mit einer Population, die wisst, das ist der Besuch an den Schulen, die wisst auch. Wir haben uns auch vorgestellt, wie geht denn eigentlich um ein Projekt rund für eine neue Schule zu bauen? Aber wir haben mit Jesse Medigan gesprochen, das responsable für die École Internationale Gaston Thorn, die möchte den nächsten September hier drin ab. Sie hat uns das eben um Mikro erklärt, Jesse Medigan. Wir haben eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium, mit dem Service von den internationalen und europäischen Schulen, mit denen zusammen wir ein Dossier de Konformité ausgeschafft haben, den auch auf Reisel geschickt gauf, und auch validiert gauf. An dem Dossier de Konformité wird ein bisschen die Schiene gelöscht für die Schule, was bieten wir an, wie viele Klassen haben wir, was das denn Projekt à long terme von der Schule. Und andererseits war aufgesehen von dem, was Bresel als dafür geht, gliedern wir uns ja auch an die national an die nationalen Lycées, die wir im Land haben. Da ist also auch ein Austausch mit den anderen Schulen, nicht nur mit den internationalen europäischen Schulen, mehr auch mit den anderen Lycées rundherum, wo wir ein bisschen gucken, was das da die schon da ist, was sind Besuchern, gerade auch an der Stadt, was sind die Sachen, die die Familie freuen. Und so ist das dann ein bisschen entstanden, dass wir uns Gedanken dazu gemacht haben, was können wir anbieten, für die Offer nach einem zu ergänzen, sodass das an die Landschaft passt. Es geht am September los, dann machen wir noch für 3 Sektionen, Deutsch, Französisch und Englisch. Voilà. Wie ist NOFRO, wie ist NO? NOFRO ist extrem groß, also wir kriegen ganz, ganz viele Demanden, obwohl uns Inskriptionen eigentlich schon zu sind und wir auch schon komplett wären. Wir haben ganz viele Familien, die schon für die nächsten Jahre noch freuen. Wir haben noch einen Stand auf der Schulfahrt. Wir freuen uns auch, für da mit dabei zu sein, auch für nach die andere Equipe von der Schule eigentlich besser kennenzulernen, für das Networking, aber auch für uns par rapport zu den Enseignern vom 4.2 für alle visibel zu machen. Wir nehmen auch von denen ein relativ hohes Niveau. Wir kriegen ganz viele Mailen und Telefonen. Es gibt also neue Schulen gebaut, dadurch kommen neue Offeren dabei. Herr Nees, wollt ihr euch vielleicht mal einen Überblick geben, was alles da changiert? Ja, also das ist nur eine Frage, für die ich ganz weit müsste ausfüllen. Ich kann hier nicht alles abzählen. Ich will vielleicht just auf verschiedene Punkte angehen. Ich meine, erstens, wenn wir als offene Scolaire ausbauen, dann entspricht das an der Regel einem gesellschaftlichen Besuch, das für einen gesellschaftlichen Besuch zu reagieren. Ich gebe hier als Beispiel nennen die Sektion, die für ein paar Jahre angefordert, genauso also die Sektion, die sich mit der Informatik beschäftigt, am klassischen Lycée. Und dann haben wir auch, besonders an der Berufsausbildung, permanent neue Offeren, die dabei kommen. Wie gesagt, nein, hier aufgrund von einer Demand von der Gesellschaft, von der Ökonomie, von den Betrieben. Ich gebe als Beispiel Smart Technologies nennen, die hier als Formation entstanden sind. Dann haben wir aber zweitens auch Offeren, und damit geht das Offerskolär auch mehr reich. Offen, die müssen adaptiert gehen, aufgrund von einer Entwicklung, die sich löserlos mischt. An einem Sektor, das kann eine technische Entwicklung sein, eine wissenschaftliche Entwicklung. Ich gebe als Beispiel hier so eine Firmias-Ausbildung, die Haut nicht mehr dieselbe ist wie für rund 20 Jahre, aufgrund vom Progress an der Medizin. Dann encouragieren wir drittens aber auch die Lyceen am Kader von ihrer Autonomie, hier offene Scolaire auszubauen, für auf die Manier auch ihren Profil zu schärfen. Ein gutes Beispiel hier als Sektion R3D,
die am Mermer-Lycée angeboten wird. A3D steht für Architektur und Design. Das sind sowieso die Spezialitäten vom Mermer-Lycée. Und dafür hat den Mermer-Lycée sich dann decidiert, dafür an dem Bereich auch nach neue Formationen anzubieten, die effektiv auch dann einen großen Success haben. Schließlich und endlich haben wir auch eine Schulpopulation, das ist schon gesagt, die immer mehr heterogen eigentlich geht. Und da stehen wir an der Pflicht, vier Antworten am Fongol zu liefern, ob die Heterogeneität. Und das machen wir zum Beispiel mit dem Affären, mit der Medinger hat es schon gesagt, von den aggregierten Europaschulen, die für den Umgang an das Sätze von den Sprachen anbelangt, einen speziellen Modell haben, den eine ganze Reihe von Schülern besser entgehen könnte, wie den traditionellen Modell. Muss ich wissen, dass man entretemps ungefähr just nach bei einem Drittel von den Schülern sind, die daheim Lützebäuerisch schwätzen, die Lützebäuerisch als Umgangsspruch daheim haben. Und da muss man natürlich dann gucken, den Schülern auch etwas anzubieten, da das für uns nicht einfach eine Option, die wir haben, das ist eine Pflicht. Wir stehen da an der Pflicht, etwas zu machen. Wir können die Kinder nicht links leihen lassen. Wir können sie nicht einfach an den Echec scolär und an den Décrochage scolär laufen lassen. Das können wir nicht hinholen. Und das hat also dazu geführt, dass wir dann die international offene scolär ausgebaut haben, was dann natürlich zu einer Schullandschaft feiert, die ganz sich an den letzten Jahren ganz stark entwickelt wird, dann effektiv auch mehr diversifiziert, mehr komplex ginas. Und dafür ist es gut, dass man die Lo bei Gelegenheit von dieser Schulfeier dann noch können die Leute präsentieren, sodass sie ihren erklärierten Schwach können machen. Und wie fährt du den Überblick zu verlieren, den hast ganz gut meinlich serviert mit der Maison de l'Orientation, die hast du um Aldringer an der Stadt, wo früher den Educationsminister sein Sitz hat. Wir haben auch du mit dem Direktor geschwärten Mike Engel, wir haben gefragt, wie die Maison de l'Orientation funktioniert und wie sie an den Schulen dann letztendlich interveniert. Er ist Mike Engel. Also sich mit Maison de l'Orientation, die gehört zum Ministère für Education, Kinder und Jugend. Wir schaffen aber einen zusammen, habe ich dann noch mit dem Hochschulministère und noch mit dem Ministère du Travail. Denn Maison de l'Orientation hat eine Funktion als Gischeunik und sie stützt sie für alle Bürger. Das ist für Bürger, die wollen Informationen oder Rutschläge kriegen am Punkt so schulische oder berufliche Orientation. Das ist also sich die ganze Vielfältigkeit von Orientation, die wir als Gischeunik kovrieren. Aber auch, wir schaffen noch zusammen mit den Lyceen, wo wir uns wie Centre de Ressources sind. Das geht sowohl vom Wohlbefinden vom Jungen, wo ich zusammen habe ich mit den Seepassen gemerkt, wie aber auch dann, wo wir Projekte anbieten, wo die Einzelzellen Orientation können darauf zurückgreifen, für zum Beispiel ihre Schüler Stagen zu freieren, für Martinen am Atelier zu gehen, wo sie Einzelberufe entdecken. Wir freieren ein Coaching von den Schülern, das ist, wo sie mit Beruflichen dann noch am Kontakt sind, für da ein bisschen ihre Schnupper oder ihre Erfahrungen sich zu machen, für darauf sind dann ihre Schwachen zu machen. Da organisieren wir dann noch für die Einzelorientierten an den Schulen Weiterbildungskuren. Und auch hier intervenieren die Einzelservice aus der Maison de l'Orientation, wo sie dann an den Klassen intervenieren, wo sie beim Lehrpersonal die nötigen Informationen weitergeben, für das Lehrer am letzten Stand sind, für das ihre jeweiligen Schüler dann noch damit auf den Weg zu gehen. Das schafft man eine Zusammenarbeit mit den einzelnen Koordinatoren von der Orientation, die auch 2017 nur an der Liste auch präsent sind und wo auch die ganze Struktur sich entwickelt wird. Weil wir sehen auch die Orientation, das ist relativ ein komplexer Bereich, da sind viele Intervenanten, die man dran kommen. Und ich werde den Dove um und sicher guten Draht zu den Schulen, wo wir einen Gang zusammen haben, damit die Schüler und sich an den Genuss kennen von all den Aktivitäten, die auch zuletzt besteht. Der Mike Engel also von der Maison de l'Orientation. Ja, da wären wir schon bei der Berufsausbildung.
Berufsformation, wie ihr noch nachseht, ist empfangen ein Teil von der Lizis-Landschaft, die ganz viele Leute können so kennen. Und dabei gehen ja über 100 Formationen proposiert. Das hat man für uns auch schon hören, auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Also hier schon CCP, DAP, DT etc. Madame Schaber, wie kann Ihnen dann einen Handwerksberuf als einen bewussten Choix anbieten? Ich meine, wir haben alle guten Avalo während in den letzten Zeiten von der Pandemie gesehen, was die verschiedenen Handwerksberufe wert sind. Ne? Wir haben aber gesehen, die Zeit, wo man nicht konnte bei den Koffer gehen, wo man nicht konnte ins Restaurant gehen, was als alles aufgegangen ist. Das sind Berufe, die sind kreativ, sie drohen zu unserer aller Bien-être, zum Wohlbefinden an uns denken, dass da ganz viele Junker das auch gerne machen. Wo wären wir auch hier, wenn man nicht all die ganze Berufe von der Berufsausbildung dabei hat, und die Technik länger noch, die Verdrohung. Das sind Sachen, die sind an unserem Alltag immens wichtig, sie sind vielleicht nicht so visibel, aber das ist schon klar, dass wenn ihr da wollt, euren Beruf ausüben, das wird man auch während der Konkurre gesehen. Herr Belling hat gesagt, schon für Sanitär, sie fangen mit einer weißen Mauer an, ne? Und dann gucken wir uns mal das Resultat an. All das sind ganz wichtige Sachen, und die müssen noch wertgeschätzt gehen, und ich denke, dass ganz viele Junker auch mit den Familien das gelehrt haben, wertschätzen auch über die Pandemie und als bewusste Schuhe machen. Die Berufsausbildung, die wird sich erweitert, auch zu Lützeburg am Schulsystem, also als nach Mäschisch. Was für Berufe sind dann konkret dabei kommen? Berufe, die für drunter nicht kaufen? Ich gebe vielleicht am besten ein Beispiel von der Elektrotechnik. Aus der Elektrotechnik aus den Informatik entstanden, da das schon mal lang hier. Und die Elektrotechnik, Formation hat sich weiterentwickelt zu Smart Technologies, das heißt mit all dem, was man hat und Elektrotechnik an unserem Alltag haben. Und daraus sind am Anfang 5 Sektionen entstanden, wie zum Beispiel auch Robotik und Automatisation, die auch weiter einen großen Impact werden haben. Wir haben weiter Geringberufe aus dem Thema, die dabei kommen sind. Und wir werden demnächst auch, das wird auch während der Schulfahrt präsentiert, ein DAP als Agent Sociopädagogik anbieten. Aus Tisch engerseits gehen die Berufe, die bestehen, laufend überschafft, weil mit der Technik von 20 Jahren muss den nicht mehr das, was den Haut muss machen. Das ganze Handwerk ist digitalisiert, gehen, auch Wand, Commerce, all diese Sachen. Digitalisation spielt eine ganz große Rolle, auch am Handwerk. Und das muss dann natürlich an Programmen integriert gehen. Mm-hmm. Ein ganz wichtiger Moment an der Berufsausbildung ist ja für die meisten Berufe eben den Ausbildungskontrakt mit einer Entreprise. Der Kontrakt eben für Lehrbau oder Lehrmädchen zu gehen. Lehrmädchen sind in der Tat noch so, ja, gut. Auch eine Form von Orientierung. Und dafür geht es zusammen mit der Adam und mit RTL, das ist dann den ja, schon ganz bekannten Job da. Und die erste Kehr geht es dann auch am Kontext von der Schule vor. Dafür haben wir beim Stefan Havlitzki noch gefragt, wie den Lehrplatz da funktioniert. Er ist Chef des Services d'Orientation Professionnelle bei der ADAM, die eben auch an der Maison de l'Orientation sitzt. Er ist den Stefan Havlitzki. Der Lehrplatz da ist eigentlich schon seit Jahren ein ganz wichtiges Element an der schulischen, auch professioneller Beratung, an der Berufsberatung. Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Pille an der Orientationslandschaft, an der Lehrplatzvermittlung in Lützburg. Und ich meine, wir haben da eine ganz große Plattform, wo wir dann natürlich in dem Moment versichern, all die Ausbildungsbetriebe, die im Moment, ob das ich sind, nur Lehrbau, Lehrmädchen, für die Verbindung zu bringen, mit den Kandidaten appropriierte Profile, die im Moment eben noch einen Lehrplatz sichern. Ich meine, der Troll von der Berufsberatung, vom Service d'Orientation Professionnelle ist ganz klar, am Vierfeld schon zu gucken, für Reste von der Wusilo, die Betriebe, die zu diesem Zeitpunkt eben Lehrplätze zur Verfügung stellen. Und dass wir dann natürlich auch mit den Partnern, mit den Akteuren aus der Schulwelt auch gucken, für eine gewisse Präselektion noch schon zu machen, für sich die Kandidaten zu erreichen und zu mobilisieren und zu sensibilisieren, für ob den Event vom Lehrplatz nachzukommen. Du musst natürlich dann auch schon auf jeden Fall am besten die Kandidaten rausgefiltert gehen, die auch die nötigen schulischen Konditionen erfüllen, für an einer
leer können, Faust zu fassen, respektive, dass man natürlich auch wissen, dass die Schüler, die Jung, muss ich auch so auch erwursen können, ganz klar, auf so Lehrplätzen, die ich komme, dass die Schüler sich natürlich auch bewusst sind, ob was für einen Beruf sich da alles sind, dass sie die Profile vielleicht auch schon kennen, anderen Vierfeld vielleicht auch schon Betrieber von Eis natürlich besser Leute kriegen, die da auf dem Lehrplatz auch rekrutieren. So viel also zum Funktionament vom Jobtag. Wir sind dann im Zweck an der Maison de l'Orientation gegangen, wo wir den Laurent Peusch gesehen haben, den als Chef des Service Employeur bei der ADEM, und uns über die Mesure geschaut, die Junker helfen, an die Arbeitswelt ranzuklammen. Ich meine, die ADEM hat einen gewissen Unzahl oder eine Reihe von Mesuren, wo es einfach den Junker, mir auch ein Patron möglich Kofinanzement zu kriegen, zum Beispiel für wirklich einen Junker mal Chance zu gehen an eine Sozietät, ranzugucken, an sich zu beweisen, einfach weisen, dass motiviert das, wo der Patron dann noch über die Jahre gesehen einfach finanziell Bedeutungen kriegt vom Staat, wie ein halben Salär, sozial Minimum halt remboursiert kriegt. Und das gibt dem Jungen auch wirklich die Chance, an ein Arbeit ranzukommen, sein erstes Arbeit oder vielleicht eine neue Arbeit zu finden, weil es einfach dem Patron von Anfang an sieht, okay, ich probiere nicht mal, die Risiken sind am Anfang immens gering für den Patron. Und für die Jungen ist es einfach nachtig an den Arbeitsmarkt. Und ich meine, das ist das, was das Wichtigste dabei ist. Also bei unserem Site, vom adem.lu, da kann ich in wirklich Demandeur d'Emploi als Rubrik können die Jungen hier Rubrik aussichten, wie ein Kontraktor, wie ein Eden, dass für sie ja froh kommen. Genauso für den Patron, weil ich meine, wenn der Junge schon bei Patron an Entretien geht, dann kann so ein ich kann von so Sachen profitieren, gehe ein auf die Internetseite von Adam gucken oder schwätz mit dem Conseil Employeur beim Service Employeur, dann möchte er doch schon einen besseren Eindruck. Der Laurent Peusch, und ja, wie es da war, bis ein Lehrplatz hat, was geschieht da noch? Da haben wir dann den Michel Maillet gefragt, den als Conseiller à l'Apprentissage und hat seine Rolle expliziert. Wir machen den Suivi von den jungen Leuten, die wird die zwei, drei oder vier Jahre, wo ihre Ausbildung dauert. Wir begleiten sie an der Schule. Wir sichern sie an der Schule ab und erklären ihnen, wie der Kontrakt funktioniert. Ich meine, das ist eine neue Welt für sie. Sie kommen aus der Schulwelt und der Arbeitswelt. Das ist kontraktuell geregelt. Wir erklären ihnen, wie das funktioniert. Wir sind auch dabei, für sie an den Betrieber zu begleiten. Das heißt, wir probieren, ob man es dem Jahr an alle Betriebe lernt, zu gehen, an eine Visite zu machen, an zu gucken, ob alles klappt. Le cas échéant, ist alles gut. An anderen Fällen ist vielleicht der Jäng oder einer froh oder den einen oder anderen Problem, und dann probieren wir, den zu regeln. Wir sind an der Conseil de Klasse dabei, wo wir Stimmen von den Betrieber im Prinzip vertreten, die auch ein Not als Semester gehen, für eben ob Zensura gedroht zu kriegen. Wir sind da für Probleme zu regeln, und wir sind da für hinten eine Hand unzupacken, hier Lehrer erfolgreich zu Ende zu bringen. Hier Lehrer erfolgreich zu Ende bringen, Madame Schaber. Für was für andere Faktoren hängt das eigentlich auf? Ich meine, nein, hängt das Altnis von der guten Zusammenarbeit von allen Akteuren auf. Berufsausbildung als geschieht ja am Partnariat mit der Berufschammer, natürlich also einerseits die Handwerkerkammer und die Landwirtschaftskammer an die Chambre de Commerce, an einem Ort, andererseits die Chambre Salarial an dem Ministerium der Schulen. An Herr Maillet ist ein wichtiger Maillon, gebe ich so, von der ganzen Kette, die am Fond rund do aus, wo ihnen die Männer zur Hand geht. Herr Alamassen hat viel darüber gesagt, es sind ganz viele Eltern, die natürlich auf das reagieren, auf was sie gesehen haben. Das ist ja normal, wir alle guten stellen als Schule an die Ausbildung so viel, wie sie früher waren. Ich will aber so, dass da auch nach weiter viel darüber geschafft ging. Wir haben sowohl eben an der Entreprise, eben heilo, dass der Lien zwischen der Entreprise und den Schulen durch Conseiller à l'Apprentissage. Wir haben aber auch an den Entreprisen einen Tutor, und die Tutoren, die müssen auch eine Ausbildung, also eine Formation mitmachen für einen Betrieb, kann nehmen, ausbilden, dem Moment, wo noch ein Tutor zur Verfügung hat. Und dann ist natürlich der Arbeit an der Schule, weil ja ein Teil am Betrieb ist, ein Teil an der Schule. Und auch da muss ich sagen, dass ein ganz eng zusammenarbeitet, dass ein ganz starker Lien zwischen den Enseignants und den
In dem Moment sind ja Schüler, was an der Schule sind. Und auch das hat ihn an der Pandemie gesehen, dass er etwas, wo er ganz Tag etwas zusammen möchte, wo ihn zusammen und einer Maschine schafft, wo ihn zusammen etwas kocht, wo ihn zusammen an den Lien effektiv, also Erziehung ist Beziehung, das auch etwas charakteristisch ist für die Berufsselbstbildung. Da kommen wir auf etwas anderes zu sprechen, nämlich Konkurren, die auch eine interessante Durchstellung eine Promotion vom Handwerk sind. Das ist eine Manier, nach außen hin zu weisen, wer denn an so Ausbildungen alles lehrt, da wird für aufwissungsreiche Berufe auch gehen. Und für die Schüler, die wir dem so einen alternativ-pädagogischen Approach lehren, während dem Konkurs nicht gebunden und in schulischen Kontext eben eine starke Motivation auch vielleicht für zu gucken, wie gut in etwas kann. Für die Lux Skills, aus also der 10. Edition, an ein erste Kehr Orlo an der Lux Expo. Gilles Belling hat an der Introduktion gesagt, Berufsmeisterschaften, die stellen ja für die Schülerinnen einen wichtigen Moment an ihrer Ausbildung durch. Sie sind auch geduscht, für andere junge Schüler Lust, ob eine Berufsausbildung zu machen. Was das richtig so? Ja, ich meine, es geht tatsächlich darum. Es geht darum, den Schülern schon mal frei zu weisen, was wir alles von verschiedenen Berufsmöglichkeiten haben, was da ist Formation professionell auch für ein ganz Panoplie anbietet. Ich meine, das ist ja eh von den Gründen, für was der Publik sible auch die Klassen aus dem Zyklus Feier sind, die Klassen aus den ZTM, CZM, die Klassen, was nicht ist, dass die anderen nicht dafür kommen. Aber hier geht es natürlich auch darum, hier ganz frei zu weisen, dass da geht es alles. Der Luc weiß, was ich für noch gesagt habe, es geht darum, wenn sie bis wissen, was sie wollen, dass sie sich ein Ziel setzen und darauf sie schaffen. Und nicht auf Sankt, die haben Zensur kriegen und da gucken, was ist dann noch eine Möglichkeit. Und anhand von den Resultaten, die sie dann haben, dann recht wählen, was sie machen. Und wir haben eine riesige Panoplie, die wir vorstellen, ob der Luc geht es los, ich meine, drei verschiedene Konkurre. An neben den Konkurren haben wir auch noch 50 verschiedene Kreativateliers. Das heißt, Körner kommen nicht nur dahin, gucken den anderen nur und sehen, was die machen. Wir können selber etwas probieren. Ich meine, wir wissen ja, wie Jugendliche sind. Sie wollen das auch ausprobieren. Sie gucken, also ich weiß noch nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Körner am Cycle Feier zum Beispiel nicht wissen, wer der Verblond hier ist. Ich meine, kommen sie hin, sind der Verblond hier ist Konkurs, sie gucken nicht, sie vielleicht begeistert oder können dann neben drunter in einem Atelier kreativ direkt selber ausprobieren. Wir sind natürlich gegangen, wir haben zwei Responsable gefragt von Lux Skills, wenn sich das da wirklich kann, konkret vorstellen kann. Fängt man vielleicht schon am Bereich Schreinerei. Da haben wir mit Marco Sütthardt gesprochen, als Maître d'Education am Lycée du Nord zu Wolt und erklärt uns, wie der Schwer von den Kandidaten aufläuft. Was Lux Skills, das nur für zwei, wo ich mitmache, da habe ich mich gemeldet, gerade aus persönlichen Gründen, weil ich da einfach eine Herausforderung fand, für über DW können den Beruf vom Schreiner, den haut aber ganz schön ein vielfältiger Beruf aus, nicht mehr gerade wie Demo zu klassisch, sondern mal Schreiner eigentlich durchgestaltet gehen. Nee, für dann über DW können also einen Beruf wirklich noch viel zu bringen, an Fenster zu stellen, wie ich immer so an auch den jungen Leuten, die dann auch auf der Luftkind gucken kommen, dass sie sich da einen ganz klaren Überblick mal ein bisschen verschaffen, dass wir nicht nur just Holz zuschneiden und verschaffen, sondern dass aber auch da ein ganz helle Wohl, modern, andere Materialien mit angebaut und da verschafft gehen. Ich bin so zu meinen Lux Skills, dass wir die Organisation eigentlich machen von all den Lyceen zusammen, die betroffen sind. Natürlich die Lyceen, die die Berufsausbildung anbieten, das ist auf der einen Seite, wie gesagt, bei uns am Lycée du Nord. Auf der anderen Seite auch das am Lycée Guillaume Kroll zu Esch, wo ein Angebot gibt, das am Macher-Lycée, wo ein Angebot gibt, und dann aber auch noch auf der anderen Seite zusammen mit Emil Metz, den zu Dummeldinger ist, auch du. Und wir gucken, dass den Gruppe Pilotage, so nicht mal von den Experten, dass du auch von allen Schulen vertreten hast, sodass man dann aber auch auf dem Weg die Möglichkeit tun, sämtliche Kandidaten von den Schulen, die du dann eben fertig gehen, über die Wege können zu kontaktieren und sie mit anzubauen, sodass wir eigentlich schöne Grüße haben. Das haben wir auch sechs Kandidaten, so 105 am Konkurs sind, die aber aus drei verschiedenen Schulen kommen. Reden wir mit den Kandidaten eigentlich am Anfang schon direkt, wenn wir sie über die Wege als persönlichen Kontakt kennen von den einzelnen Schulen. Das ist die erste Sache und die zweite, dass wir aber auch als Experten Trainingen organisiert tun, wo die Kandidaten alle gut zusammenkommen. Und in den vier Trainingseinheiten, die wir da machen,
machen sie aus Vierbredung eigentlich Hochverbindungen, die auch am Projekt plus minus ähnlich werden rinkommen. Der Mario Sütt hat also vom Lycée du Nord von Wolz. Dann haben wir nach den Mathieu Klein gefragt, ja, wie Tim so ist, nachdem sie für eine paar Monate seine Lehre aufgeschlossen hat. Er hat uns gesagt, wo er beruflich hin will. Aber wir werden dann letztendlich bei den Berufsmeisterschaften mitmischt. Ich habe meine Lehre fertig, seit einem halben Jahr. Ich bin fest angestellt bei einem Schreiner. Und ich arbeite hier größtenteils am Atelier, wenn ich hier am Gang den Meister zu machen. Ein ganz weitläufiges Ziel, also auf jeden Fall, für sich irgendwann selbstständig zu machen, für ein bisschen länger und vielleicht irgendwann mit einem oder zwei Arbeiten eine Firma zu gerieren. Bei der Berufsmeisterschaft habe ich mich motiviert, einfach für den anderen Leuten den Beruf mehr schmackhaft zu machen, weil da war ich schon ein Beruf als Schreiner. Und es gibt nicht viele Leute, gehen, die den Beruf ausüben. Und eben dadurch, wo Kandidaten da sind und etwas weisen, wie es gemäht wird, dann bringt da vielleicht neue Leute bei. Wir haben schon gesagt, dass es ein halbes neue Offen gibt, neue Sachen, die man kann lehren. Und wir haben so ein Beispiel. Ich werde das mal auch noch schwätzen mit unserem nächsten Intervenant, das ist den Ben Pitzmann, den hat nämlich etwas ganz Neues gemacht, das ist den Skill Web Development. Er ist als Student am BTS Game Programming and Design, aber auch Kandidat bei den Berufsmeisterschaften an der Kategorie eben Web Development. Und er hat uns erzählt, wie du zu kommen, das heißt Ben Pitzmann. Ich bin hier am BTS Gaming and, also Game Programming und Design und ich glaube von einem von unseren Koordinatoren öffentlich gefragt, halt, ob ihr schon den interessiert wäre, für tatsächlich Studien zu holen. Und ich finde das eine spannende Sache, fand, wo ein Kind eventuell ein gucken, wie er so auflebt, ob so eine Meisterschaft so viel auch hier in Lützburg ein zu gucken, welche Standards an diesen Bereichen aus und ich mich gemeldet für einen zu weisen, dass ich auch tatsächlich hier am BTS oder auch schon viel Druck von Interessen hier einfach auch etwas kann weisen und ja, dann habe ich mich gemeldet. Das wäre so circa 3 Wochen, wo wir dann eben die Meisterschaft aufhalten und da gehen eben verschiedene Sachen gefragt, wo man noch nicht unbedingt den konkreten Plan davon haben, da kriegen wir eben zu dem Zeitpunkt gesagt, mir geht echt in die Richtung von eventuell eine Website machen und eventuell so Sachen mit Server-Konnexionen und so auch abrichten. Dann haben wir auch mit Ronny Osweiler gesprochen, er ist responsable für den Web oder den Skill Web Development in der Informatik-Prof am Lycée Technique des Arts et Métiers. Er hat uns verraten, was von den Kandidaten dann erwartet wird und wie sie enkadriert gehen. Das Skill, für den ich zuständig bin, ist den Web-Development. Und da geht es tatsächlich darum, für Frontend oder Backend Web-Applikationen zu schreiben. Viele Leute meinen immer Web-Development für echt, also den Design, wie man den Layout von einer Website, wie man es schön. Aber das ist nicht der Sinn von diesem Skill. Der Sinn von diesem Skill ist mehr den technischen Hintergrund an der Website, wie gut die programmiert, wenn man das so darf. Und geht aber echt am Mann um den Design-Aspekt von der Website. Also für die Studenten selber, sie kriegen halt gesucht am Look-Skills, worauf sie sich ausstellen müssen. Das ist dann ein Kehr, wie wir das nennen, der Frontend, das ist einfach die Seite auf der Website, wenn um eine Website geht, für den zu programmieren, da dann in den verschiedenen Sprachen, die dem da gehen. Und aber auch ein gewisser Teil Backend, das ist aus, wenn du im Hintergrund im Server auflegst, weil du so als Client auf einer Website, wenn du eine Website aufmischst, nicht immer direkt mitkriegst. Und auch die Sprachen und die Techniken, die du zuständig sind, für die zu lehren. Und natürlich auch die Techniken, die da möglich sind, zwischen dem Frontend und dem Backend zu kommunizieren, weil die muss ja auch oft mit denen kommunizieren. Weil die Studenten bereden sich halt allein auf den Look-Skills 4, da gehen sie nicht enkadriert in dem Sinn, dass wirklich ihnen du hast, die nicht hilft, außer die wahrscheinlich in der Schule sind, haben sie wahrscheinlich schon noch Senior, wohin noch ein bisschen in den Darm greifen und die helfen sich darauf 4 zu bereden, mehr trainieren Kandidaten in dem Sinn nicht. Am Euroskills ist das aber du noch anders. Der Kandidat, der mit auf den Euroskills geht, der geht am Voraus von dem Experten, der für den Zuständigen trainiert und auf 4 berät, dass man am Euroskills dann halt Lützburg noch besser repräsentieren kann, wie dann am Luxskills eventuell schon gemacht wird. Gilles Balling, ich frage mich, es gibt also europäische Berufsmeisterschaften, es gibt sogar Weltmeisterschaften. Das Lützburg ist dann immer du vertreten.
Ja, genau. Also ich meine, LuxSkills, der Gewinner von der LuxSkills oder die verschiedenen Gewinner in den verschiedenen Berufen bilden dann als Nationalequipe. Er vertritt dann der letzte Beispiel auf den Euroskills und auf den WorldSkills. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir auf den Euroskills zu Graz. Da haben wir eine Delegation von 10 Kandidaten, die wir am Start hatten. Das ist so, dass die Europameisterschaften alle 2 Jahre sind, die Weltmeisterschaften alle 2 Jahre. Das ist eher eine Europameisterschaft, dann natürlich eine Weltmeisterschaft. Der nächste internationale Konkurs, wo wir einen Deal holen, das ist 2023 in Polen. Das ist ein Euroskills, wo wir probieren, mit einer großen Delegation vertreten zu sein. Und dann das Jahr drauf, 2024, sind die Weltmeisterschaften zu Lyon. Also im Nordischland wird dann die ganze Logistik mit dem Transport dahin natürlich ein bisschen mehr einfach ist. Wir auch hier probieren, mit einer großen Delegation am Start zu sein. Und dann haben wir weiter in Zukunft geguckt, das ist natürlich für uns ganz interessant 2027, weil Lützburg hier am Partnerriat mit WorldSkills Deutschland Euroskills werden ausrichten. Das ist mir geht nicht nur darum, 2027 dann zu sagen, okay, wir sind den Ausrichter von den Euroskills. Es geht zusammen mit Deutschland über die nächsten 5 Jahre Projekte aufzubauen, eine Vorbereitung auf den großen Event 2027. Lass dir so, dass die Orientation noch immer ein Sujet braucht oder ist, so gut, wenn ich ein sekundäres oder ein Lehrdiplom an der Tasche hat, muss ich weiterhin schwer machen, am liebe Madame Schaber. Was für eine Möglichkeit gibt es zum Beispiel am Handwerk? Ja, da geht es natürlich die Meisterprüfung direkt an den Drun. Und wir sind am Gang zusammen mit der Chambre des Métiers, die zu reformieren. Da sind wir, da können kommen neue Kader und sie sind am Gängen auch intern pädagogisch natürlich zu reformieren, dass so, dass es den ersten Reformierten als Alimentation gewirscht und da sie auch schon Breveien ausgedeckt sind, dass nicht mehr, dass es Bäcker, Metzler und so weiter mit das den Alimentation, dann könnte GTB, also Genie Technik du Bâtiment und so gehen loser die guten Berufe an dem neuen Meisterbrief reformieren. Formiert. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, vom Technikerdiplom hier mit dem Zusatzmodul, mit dem Modul Präparatoire weiterzugehen. Sie wird auf eine Fachhochschule, sie wird auch auf eine Uni. Da sind ganz klar Unien, die das anholen. Und natürlich auch die vielen BTS, die wir hier am Land tun, und die ein ganz wichtigen Diplom sind, eben auch ganz gesichert. Wenn du eine akademische Karriere und da hast, ja, dann hat auch die Möglichkeit, sich zu enseignieren. Luc Weiss, wo muss denn das dann am besten? Ich hoffe, wenn ich darüber nachdenke, am Juffin, die wird den EF geschwärzt, die wird den Übergang, wo man gesagt hat, das ist schon ein relativ komplizierter Übergang, da muss ich sich vergegenwärtigen, dass man von einem noch viel mehr komplizierter schwärzen. Engerseits muss ich überlegen, auf welches Land gehe ich überhaupt studieren, bleibe ich zu Lützburg, gehe ich auf die Universität zu Lützburg oder irgendwo den anderen Hochschulen, gehe ich an das Ausland, wegen Spezialisierung war ich dann, da sind zum Teil Spezialisierungen, die ich dann nie hören, da habe ich eine Werkidee, vielleicht habe ich dann in einer Familie, in einem Wert geraten hat. Was sind da die nächsten Schritte? Was sind noch vielleicht dran, da die Busche von den verschiedenen Spezialisationen, wie ein Master kann ich da machen, muss ich dann ein PhD machen, wie lange dauert das? Also das ist effektiv ein enorm komplexer Moment an dem jungen Leben, wo ihn dann effektiv muss Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich am besten ein Sport, den treffen, an dem man Informationen angeholt hat. An den normalsten, logischen Schwer, aus dem vielleicht aus einer Singer Schule, also ich mal guckt, am Seepass, kriegt den geholfen. Oder geht ihn an den Service Information Études Supérieures, das ist vom Hochschulministerium, der Platz, wo ihn die Informationen kriegt. Da gibt es einen SIT. Den heißt mengstudien.lu, also der Pendant zu mengschol.lu, also der mengstudien.lu. Und natürlich kann ich mich auch an der Maison de l'Orientation informieren. Wir haben auch am Anfang mit dem Streff hören, der hier über die Schule von Tour, dann sind sie gesund gehabt. Sie geben immens gerne Bio-Man und dann geben sie da Biologie studieren. Und das ist mein Job, was auch ganz viele Schüler, Schülerinnen an ihrem Alltag erleben, so eine Fach, wo sie sich ganz wohl dran spüren. Und so an der Schule auch einen direkten Kontakt mit den Leuten, die akademische Welt kennen, nämlich hier Enseignern. Und sie lassen sich da auch inspirieren. Und ich gehe sogar behaupten, dass der Große sich da inspirieren lässt, ob man es für den ersten Schwer betrifft, den sie an der Premiere holen, eher sie dann haben drunter vielleicht dann auch eine Richtung ein bisschen wissen oder aufpassen. Und dafür ist es mir schon wichtig, dass man auch den Schulen die Autonomie gehen haben, 4 zu diversifizieren, 4 auch neue Fächer an die Schule heranzubringen. Für das Sektion I genannt gehen, Kommunikation und Informatik, wo neue Fächer entstehen,
aus der Welt von der Kommunikation, aus der Welt von der Informatik, die zum Beispiel am klassischen Lycée bis dahin noch nicht gehen, aber wo ihn dann auch immer merkt, ob er vielleicht da noch besonders gut ist und da vielleicht drunter den da weiter möchte. Oder demnächst eine Sektion N, wo es die Entrepreneurial Skills geht, wo auch immer ein ganz anderer Approach geliefert wird, wo ihr vielleicht auch die Idee kriegt, für weiter studieren zu gehen. Oder nächstes Jahr wird man eine neue Sektion P erfeiern, Pädagogik, Psychologie, wo dann auch neue Fächer an die Klassik rankommen. Auf wo man natürlich auch dann also hoffen, dass die Schüler eben noch den Schwadorf nach mehr avertiert können treffen, wie das bis jetzt der Fall ist. Aber dann ist es sicherlich auch ein guter Move für Produwerten zu gehen. Produwert von der Uni Lützeburg als Emultur. Da kann ich dann ein bisschen Unisluft schnuppern, ob es da vielleicht die Uni ist, die er nur für sich selber ausfällt oder nicht, sieht du hingestellt. Dass die Sessionen von den Studenten sind noch offen und bereit, immer zu helfen. Das Darsel, Tunnel, die wird hier Seite kontaktierbar sind, an die natürlich auch sich auf den Fernsehen geschrieben haben, den Jungen zu helfen, den Platz zu finden, wo sie wollen hingehen. Aber und dann nicht zuletzt gibt es auch ein Fach. All hier gibt es ein Fach organisiert, nämlich Studenten vor. Und ich meine auch da, das ist ein guter Platz, für sie hinzugehen, für können kurz gucken, wer das alles gibt, für auch mal nur zu fragen, auch mal vielleicht etwas nur fragen, wo können sie auch froh können, danach, wo ihr dann ein Verständnis dafür kriegt, wer eigentlich in einem oder anderen Studium ist. Ganz viele Junker gehen durch studieren. Ich bin mir nicht sicher, dass alle gut genau wissen, was das dann in Matze sprengt. Und das natürlich dann Studenten vor, wo ihn da kann sich informieren. Wieso das immer hirscht? Es war die letzten 2 Jahre online. Wir hoffen, dass das natürlich nicht mehr der Fall ist und dass ihn dann Remorenka den Menschen da begegnen kann und sich dann da informieren lassen kann. Loma, viel geschwärt. 2:30 der Mittag über Orientation an Education. Wir hatten einfach einen Abruf gemacht, um erst ob aus den Erfrohen und Urrichtungen ranzuschicken. Du sind froh in Rakum, stellen sie so, wie sie Rayum Ticker sich affichieren. Die erste geht dann um den Romanis. Kann ich kann, wenn am Cycle Feier Aménagement raisonnable hat, die mal ob Satya am River holen oder muss das nach ein Kehr evaluiert gehen? Ein interessant froh. Das ist ein interessant Wort, das ist ein gut froh. Die Aménagement raisonnable, die gehen dezidiert von einer Kommission, Kommission des Aménagement raisonnable, an die brauchen den Moment, wo den Übergang gemerkt hat, nicht nach ein Kehr neu dezidiert zu gehen mit dem Dossier, die kann dann weitergehen von dem Fundamental an der Lycée. Mm-hmm. Dann vielleicht eine Frage für den Luc Weiss. Sind Lyceen die ganz 3D vertreten auf der Schule vor? Also im Prinzip sind Lyceen von morgens halb 9 Uhr bis oben 7 Uhr auf der Schule vertreten die ganze Zeit. Ich will nicht ausschließen, dass vielleicht mal den einen oder anderen Lycée vielleicht auch nicht dem meinem Standard von denen geht, mit der Werte müssen, dann geht ihnen ein zurück. Aber ja, sie sind alle gut vertreten. Rappleier, da ist vielleicht ein generell gesehen die Öffnungszeiten von den 3D vom 2. bis der 14. Mai. Der 4. Mai, pardon. Da hat sich schon verlängert. Weil ja, die Schulfahrt ist eben von nächsten Mende bis nächsten Mittwoch, so lange ist es nicht mehr hin. Sie geht morgens mit Matieren um 9:30 ab und sie gehen oben um 7 Uhr zugemacht. Morgen ist aber vier und allem reserviert oder vier gesehen für Schulklassen zu empfangen, aus dem Fundamental, aus dem Zirkel Feier und auch aus den Lyceen. Und an den Mittwochen, da können auch gerne, da kann auch gerne das Grand Public kommen. Mende ist also von 4 bis 7 Uhr, wo Service, wo die Lyceen dann noch sich vornehmlich auf die Älteren konzentrieren. Dünsch ist also die ganze Nummer, wo, wie ich wieder gesagt habe, noch die Kreativ-Atelier ob sind für Hitverein. Du kannst dann Hitverein probieren, ob ein der kleine Roboter programmiert kriegt oder auch nicht. Am Mittwoch ist es dann von 4 bis 7. Aber wie ich aber auch viel gesagt habe, also so, dass ein Älteren an all die Interessierten zu allem Menschen können kommen. Weil vor allem auch bei den Berufsmeisterschaften, also so, dass du die permanent etwas geschieht. Mir hatte Lore, die viele wird die neue Berufe geschwärt, die wird die technischen Berufe, wo ich vielleicht auch auf den nächsten Blick nicht ganz viel Aktion gesagt. Mit Sinn aber auch, wie der Gilles Belling, wie du gesagt hast, sind auch aber ganz es sind auch Berufe, die viel Bewegung mitbringen, wo viel geschieht, wo viel zu gucken wird. Wo vielleicht am nächsten Tag noch ein bisschen mehr interessant ist, weil du noch viel ausgepackt wird, gemoßt wird, zurechtgeschnitten wird. Aber am zweiten Tag entsteht schon etwas. Am dritten Tag, da kann ich nicht mehr staunen, wenn ihr gesagt wird, an der kurzen Zeit, 22 Stunden, was da alles geschieht ist und wie wertvoll das ist. Also wie gesagt, die Schulfuhr ist immer von mir ist Art Dauer Drüss, Schwabening, bis 7 Uhr ab.
all da. Prinzipiell für die Grand Public also, sind es die spät noch mittischer an den Dünnsten noch mitten, die wir reserviert tun. Aber hitfrei kann dann natürlich kommen, wenn man Zeit hat. Mhm. Merci für den Appell. Eine zweite Frage dann für den Romanes. Ein Enseignant schreibt, dass die Schüler unter der Reform vom General bis die 5. ohne großen Effort durchkommen und dann manchmal unter den hohen Herausforderungen scheitern und muss sie dublieren. Er fragt, ob es nicht sinnvoll wäre, dass die Kriterien von der Promotion oder die Kriterien von der Promotion zu adaptieren, für die Schüler erst können zur richtigen Orientation zu gedeihen. Ja, ein komplex Froh. Ich probiere da ein bisschen drüber anzugehen. Das ist auf jeden Fall eine Kritik, die ich muss einstellen muss. Ich will vielleicht an zwei Sätze sagen, woran die Reform bestanden hat, von den innersten Klassen vom Secondaire General. Wir haben am Fungehol do Cours de Base und Cours Avancé angefordert. Das heißt, dass wir also die Hauptfächer alle guten auf zwei Niveaus enseignieren. Für was? Was für ein Ziel hat das? Die Schüler sollen am Fungal nicht aufgrund von enger isolierter Schwäche ein Jahr müssen redublieren. Das war nämlich für drun der Fall, für der Reform war das so. Es ist aber so, dass alle internationalen Etüden am Fungal weisen, dass ein Redoublement nicht wirklich etwas bringt. Ein Redoublement, das daher anbringt, pädagogisch gesehen nicht. Und dafür wollte man von dem System oder von dem Modell ein bisschen wegkommen. Ich sage aber nicht, dass alles perfekt läuft. Ich meine, was hauptsächlich muss gemerkt werden, das sind zusätzliche Erfahrungen am Bereich von der Education. Und zwar muss man die Schüler klar machen, und zwar über die drei Jahre von den Klasse Inferior, von 7. bis 5. Am Secondaire General, muss man ihnen klar machen, dass sie müssen Leistung bringen, für das Herr Noor auch um Ende von der 5. den DW können anschauen, für den sie sich dann noch am meisten interessieren. Voilà. Ich meine, das wäre ein bisschen die Antwort auf die Frage, die den Herr durchstellt. Dann haben wir eine letzte Frage nach und den Luc Weiss. Woran besteht genäht Plus-Value von der Schulfahrt zu Orica, Porto Verde, Meng Schul und so weiter? Für was müssen die Lisse Neinke vertreten sein? Also die Plus-Value von der Schulfahrt par rapport eben zu der Offer, die schon existiert. Ja. Ja, auch einer Renke, ja, ich meine, wir haben ein großes Offer für die Kanner zu orientieren am System. Und ich meine noch, dass es essentiell ist, dass wir die Offer haben, dass wir während dem Fundamental auch mal an der Lisse rangehen und da rausschnuppern. Dass wir auch Leute invitieren, auf ein Porto Verde zu gehen, wo sie dann mal an Aktion gesehen werden, die Lisse ausmischt, weil der Stockreiser hat gut beschrieben, dass du an der Schule 100 Schüler matt impliziert sind. Aber wirklich weise werden all daraus an der Schule. Und wenn ihr den Kalender guckt, letzte Samstag, nächste Samstag, den Samstag drauf, sind permanent Porto Verde und da sind tausende Schüler impliziert. Das ist ein wichtiges Element an der Orientation. Es gibt aber keinen Platz, wo ihr alle guten Lisse zusammen hört. Und das meine ich aber schon ein Plus-Value par rapport zu dem, wer den an dem SOS am Alltag möchte. Hier geht ihn hin, an die Schüler gesehen, Lisse neben dem anderen. Wir haben sie nur Regionen, also nur den Landesregionen, regruppiert, sodass ihn, wenn ihn lohnende Lisse am Norden interessiert, das weil ihr von dort könnt, da kann ihn sich an der selben Stunde auch gehen, was zu Wolz, zu Dickrisch und zu Klief angeboten wird, für den Unternehmen zu nennen. Und kann ihn da auch direkt vergleichen. Und kann ihn noch ein Zweck auf ihn nachher froh zu stellen, wenn ihn bei dem anderen etwas anderes erzählt kriegt. Und ich meine, das ist ein Plus-Value für die Kant, für die Jungen, für die Älteren, auch für die Lisse, also natürlich auch eine Möglichkeit, für ein Gespräch zu kommen, an den Kontakt zu kommen. Und auch das, ganz ehrlich gesagt, nur 2 Jahre Pandemie, sind wir auch immer ins Froh, auch um alle guten Leute zusammen zu tun, und also auch als Education nach draußen als ganz zu weisen. Du kriegst ja auch bestimmt schon ein Gespür dafür, wie da so eine Lisse zu sehen, was für eine Dynamik da entsteht, wie vielleicht die Ambiance auch aus von den durchschwatzt. Ja. Lisse, die kriegen auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren, die Schulmeisterin und die Hofferin, die haben sich am Vierfeld angemeldet mit ihren Klassen. Sie kommen dahin, sie gehen aufgeholt von einem Edukateur, den sie rundherum feiert, und sie noch alle gut angehen, ob sie wieder ein Lisse präsentiert kriegen.
Und da war noch ein Lycée, die noch auf einer Bühne, da haben sie sich präsentiert, wo die Schüler dann auch können nach mehr Fragen stellen, wo sie da können auch gewohnt gehen, was das dann ist. Und da sind noch ein paar Schulen, die bringen dann noch Schüler mit, die dann noch ein paar über die Schule schwätzen. Und das da geht natürlich nicht besser, als wie dann, für dann zu sehen, wie viel mehr sie sich gehen, wie weit sie das können noch ganz gut erklären. Kennt ihr da Sinn, dass so Menschen, aber Personen, die so und so, die sind aber noch nicht richtig informiert, gehen, wo geht da die dann hinschicken? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, letzten Endes gehen die Urlaubsplätze, die wir genannt haben, eine Maison de l'Orientation, die genau dafür da ist. Die mitten an der Stadt leid, wo ihr am Tram hin könnt, wenn ihr will, wo ihr in all seine Frage lassen könnt, wenn ihr am Fundamental ist. Es gibt aber natürlich auch den nächsten Ursprungspartner, der das noch Senior. Ich meine, den hast informiert, und der kann sich auch informiert, wenn du mal etwas nicht weißt, wenn eine neue Schule da ist. Wir haben höhere Grad von neuen europäischen Klassen. Vielleicht ist nicht alle Enseigner da 100% alles, wenn man den wahrscheinlich noch von dort geht. Dann ist er sicher bereit, sich zu informieren, weil er weiß ja auch, wie wichtig die Schule da ist. Und er will ja auch so gut wie möglich Eltern beraten. Also ich meine, das wäre so der nächste Ansprechpartner. Die Direktion an der Region als Ansprechpartner und dann natürlich die Maison d'Orientation als ultimen Platz, wo ihr kann hingehen kann, wo ihr auch all die Informationen kriegt. Mhm. Da haben wir dann eine ganz große Tour gemacht durch die verschiedenen Orientierungsmöglichkeiten, aber auch durch die Herausforderungen, die das Matze springen. Wir hatten einen ziemlich umfassenden Anblick an die erste nationale Schulform. Merci dafür. Das schenkt dann ein ganz spannendes Programm zu gehen, nicht nur für die Schüler und Eltern. Das Rendezvous, ich habe Lehrerinnen einke, den 10., 3. und 4. Mai an der Lux-Expo hier um Kirchbirsch. Das war dann noch für diesen Webinar auf diesem Donnerstag, 21. April zum Thema Schulfach. Ich sage euch, merci d'obasse für die Nullaustrin. Als ein Inviten hier im Studio, merci Veronique Schaber, der Gilles Balling, der Romanis und den Luc Weiss. Falls ihr noch etwas heute verpasst soll tun oder die so die Schnee, ich will aber noch etwas lauschen und das könnt ihr selbstverständlich machen in der Mediathek vom C100,7, also der Mediathek vom Radio 100,7, mehr auch auf den Videoplattformen YouTube an Vimeo. Mir bleibt just noch einen ganz schönen Nachmittag zu wünschen. Weiter geht es heute auf der Antenne, nur die Nachrichten von Feierauer. Bis 6 Uhr mit meinem Kollegen Pitt Walte. Schönen Mittag und merci, meine Navität am Studio.